So, Leute. Ja. Es ist Zeit für einen kleinen Zocken. Spieler. Nee. Noch sind wir nicht so weit. Erst kommt noch Brunft. So. Achtung, ich spiele den Brunft-Trailer ein. Da darfst du jetzt nicht spielen. Ach so. Doch, ich mache mein Mikrofon leiser und spiele meinen eigenen. Das dauert immer so lange. Aber dann höre ich dich ja. Nee, du hörst mich nicht. Ach so. 3, 2, 1. Dies sind die Beweise für die Richtigkeit und Notwendigkeit feministischer Tätigkeit. Kurz Brunft. Und da sind wir wieder. Heute habe ich tatsächlich drei kleine Themen. Ein Thema ist wahrscheinlich relativ bekannt schon. Das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Aber trotzdem würde es mich mal interessieren, was ihr auch so davon haltet. Und zwar der große Skandal um EA Sports FIFA-Reihe, ja, wo die bekannt gegeben haben, dass jetzt auch Frauenmannschaften in dem Spiel drin sein dürfen und es dann also einen dermaßen großen Shitstorm gab von anscheinend relativ minder bemittelten Leuten, die sich also unglaublich darüber aufgeregt haben, dass jetzt Frauen auch da in diesem Spiel drin sind und dann natürlich andere Plattitüden vorgeschoben haben. Aber da geht es wohl extrem, extrem sexistisch zu. Und ich will jetzt gar nicht mal darüber reden. Hast du das mitbekommen irgendwie? Nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber du weißt, also überhaupt gar nicht. Nicht mal, dass es da irgendwie so einen Aufschrei gab oder so? Ich habe nicht mal mitbekommen, dass das überhaupt thematisiert wurde. Ah, okay. Nee, also es wurde halt gepostet auf Facebook auch von EA Sports selber. Der erste FIFA 16-Trailer mit Frauen-Nationalmannschaften. Und da gab es also einen riesen Shitstorm und es gab halt die typischen sexistischen Sachen, so hahaha, wann kommt der Nacktpatch und was weiß ich, braucht doch kein Mensch und so. Achso, die Musik ist weg, ja, die mache ich wieder an. Voila. Genau, und das Einzige, was ich eigentlich zu dem Thema, ich will das jetzt halt nicht nochmal aufbrühen oder jetzt irgendwelche Kommentare vorlesen, aber was ich da schon ganz gerne einmal anmerken möchte, wir hatten ja auch die Diskussion schon mit Leuten hier auch im Stream, dass doch Sexismus und so weiter nicht wirklich vorhanden ist. Oder wenn, dann nur in ganz bestimmten Bereichen der Gesellschaft und was weiß ich. Das ist ein guter Durchschnitt gewesen. Ja? Und ich glaube auch, dass es gar nicht so mal, ich meine, über Facebook hat man ja so eine halbe Anonymität nur noch inzwischen. Also es sind ja meistens Klarnamen und so. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass irgendwelche total anonymisierten Leute da irgendwie ihren Hate reinhacken, sondern das sind ja Leute, die da auch mit ihrem Namen, und das finden die auch durchaus okay und so weiter. Aber da ging es schon richtig krass zu. Und da sieht man mal, wie das immer noch in unserer Gesellschaft auch, und das ist ja Deutschland, verhaftet ist. Das ist jetzt nicht, wir sprechen jetzt nicht von irgendeinem Land, das unter, weiß ich nicht, IS-Herrschaft steht, wo also Frauen unterdrückt werden ohne Ende. Nein, es geht hier um Deutschland, es geht hier um unsere Gesellschaft, es geht um unsere Mitte, hier direkt zwischen unter uns. Und dort sitzen lauter Leute, die also das nicht abhaben können, wenn eine Frauenfußballmannschaft implementiert wird. Was ja keiner, das ist ja nicht verpflichtend, es ist ja nicht so, dass sie die männliche Mannschaft rausgenommen haben und dann eine weibliche Mannschaft reingesetzt haben oder so. Und keiner kann mehr sein Idol spielen oder so, sondern nein, aber trotzdem wird da also unglaublich, also ich brauche ja auch nur so ein bisschen durchzuscrollen durch den Facebook-Post. RIP FIFA, mit Haare ziehen, kratzen und beißen und Trikotaustausch bitte nicht vergessen, ja, 70 Daumen nach oben hat dieser Kommentar. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Ernsthaft? Fragezeichen. Alter, was für ein Kack. Nur am Meckern, ihr seid mehr Mädchen als die Fußballspielerinnen. Das ist mal ein schöner Kommentar. Obwohl der an sich auch schon wieder sexistisch ist. Aber was soll ich sagen, ja? So läuft's hier. So läuft's. Das war das erste Thema, das wollte ich nur mal einmal ganz kurz anmerken. Also hier seht ihr wirklich, das ist eindeutig ein Beweis dafür, dass Feminismus absolut elementar ist und dass wir den noch brauchen. Und der nächste Beweis dafür kommt aus der Modebranche.
Dort wurde vor kurzem ein T-Shirt veröffentlicht. Ich zeige es einfach mal. Von einer französischen Firma, das aber eben in Deutschland auch verkauft wurde. Hier steht: Twinkle, twinkle, little whore, close your legs, they're not a door. Das stand auf einem T-Shirt, das eben auch in den Shops gelandet ist. Etwa, ich glaube, 500 verschiedene Shops oder so hatten das Ding. Was übersetzt so viel bedeutet wie: Zwinker, zwinker, kleine Hure, mach deine Beine zu, denn das ist keine Tür. Ja? Ist natürlich eine absolute Sexualisierung des Frauenkörpers und eine Fremdbestimmung, was Sexualität generell angeht, der Frau. Und das auf einem modischen T-Shirt, was man lustig bei Partys tragen kann oder so. Bestimmt ein Eisbrecher, wenn man irgendwelche Frauen ansprechen möchte. Also, wer will sowas tragen? Insofern, close your legs, sollte man lieber Kerlen im Zug sagen, die zwei Plätze einnehmen müssen mit ihren Beinen. Wow. Naja, gut. Aber da, also das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, ja? Also sowas mit einem männlichen, also mit einer männlichen Rolle, also twinkle, twinkle, kleine Hure, weiß nicht, ich pack deinen Ständer ein, denn das ist kein Antennenmast oder was weiß ich, ja. Das würde halt keiner schreiben. Das würde halt nicht auf so einem Ding stehen. So, das hier findet man halt witzig und das ist halt nicht wirklich witzig. Ich würde ja sofort auf das T-Shirt anspringen. Nicht. Ach ja, die guten alten Schlampenbeleidigungen. Aber dann wird der Kerl bestimmt nicht Nein sagen, wenn es um einen One-Night-Stand geht. Ja, vor allen Dingen ist der One-Night-Stand ja auch gewollt. Ach, ihr wollt einen Link haben. Ich kann euch das gerne einmal kurz selber hinein posten. Voila. So, da ist der Link. Da könnt ihr das dann nochmal teilen oder favorisieren oder was auch immer. Ist also von, ich glaube, von einer Tracy oder Treacy wurde das auf Twitter erwähnt und inzwischen hat der Shop-Betreiber also die T-Shirts wieder zurückgeordert und hat die also aus dem Laden genommen. Übrigens, Sinnlefers war der Shop, das kann man ja ruhig mal sagen in diesem Moment. Ui. Sinnlefers ist ja vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Die haben also dieses T-Shirt verkauft. Ist natürlich hergestellt worden von einer anderen Firma. Kennst du Sinnlefers? Ja, klar. Ja. Leffers heißen die aber. Kann es sein, dass Rumpel recht leise ist? Bin ich leise? Hör dich gut. Ja, bin ich leise bei dir, Ossel? Nein, ich höre dich sehr gut. Du hörst mich sehr gut. Ich gehe mal ganz kurz rein und guck mal, ob meine Mikrofonsteuerung... Nee, ist auch alles auf der richtigen Skalierung. Vielleicht ist die Musik ein bisschen laut. Vielleicht muss ich die einfach leiser machen. So. Genau. Musikwechsel, lieber Rumpel. Danke. Musik wird doch die ganze Zeit automatisch immer gewechselt. Ihr wollt keine skandinavische Volksmusik mehr hören? Wieso nicht? So nicht. Dann machen wir mal ein bisschen irisch. Vielleicht. Klingt fast ähnlich. Aber ist irisch. Ist nicht mehr das Gleiche. Futzotonal. Alles gut, alles klar. Rumpel hat eine tolle Lautstärke. Sehr gut. Bei Spiegel Online gibt es sogar schon ein Statement von Sinnlefers dazu. Hast du das schon gesehen, gelesen? Ich glaube ja. Dort haben sie halt gesagt, sie wollten auf gar keinen Fall irgendwie sexistisch sein und werden das sofort wieder rausnehmen, das T-Shirt. Ich frage mich immer, das ist natürlich dann der Vorstand. Okay, der Präsident des ganzen Verladens dann irgendwie. Der sagt, der hat dann das vielleicht nicht selbst abgenickt oder so und das hat dann irgendeiner der Commissioners gemacht oder so. Aber ich finde das immer so lächerlich, wenn die dann sagen so, ja, wir wollten auf gar keinen Fall, aber ich meine, es steht halt einfach da drauf, ja. Es ist so eindeutig, es ist so nicht zweideutig und so nicht auf Humor gemünzt irgendwie, dann muss ich sagen, tja. Tja. So, und noch ein letztes Ding. Auch, das passt auch ganz gut in diese Reihe rein, weil es eben darum geht, dass wir im Alltag immer noch diesen Rollenbildern anhängen. Ihr kennt ja alle bestimmt den Begriff, du spielst wie ein Mädchen, hatten wir ja gerade beim Fußball auch, ja. Du verhältst dich wie ein Mädchen, du wirfst wie ein Mädchen oder so, ja, wenn in der Schule nicht mit richtig Wumms geworfen hat oder so. Da fand ich sehr gut die Mythbusters, die haben vor kurzem, das ist schon ein bisschen her, 2-3 Wochen oder so, haben die eine Folge rausgehauen, wo sie genau das untersucht haben, nämlich wie wirft eigentlich ein Mädchen. Das ist für die Moderatoren der Link 3.
Könnt ihr euch das Video einfach mal angucken. Es ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut. Die haben also im Endeffekt nichts anderes gemacht, als einen Versuchsaufbau gestartet und dann zwei Leute jeweils immer mit ihrem linken Arm werfen lassen, nämlich einmal eine Frau und einmal ein Mann, und haben das dann wiederum getestet und geguckt, wie werfen die beiden. Und warum sie das mit dem linken Arm gemacht haben, ist klar, denn sie wollten sozusagen nicht das Einstudierte, das, was wir alle schon kennen, sondern sie wollten das sozusagen, was passiert vor einer Sozialisierung. Das heißt, also bevor man irgendwie trainiert hat mit einem Sportverein oder was weiß ich, was passiert davor? Wie werfen also Frauen und Männer in irgendeiner Form den Ball? Da gibt es natürlich Unterschiede, ja, absolut, die sind nicht so groß, dass man sagen könnte, in irgendeiner Weise würden die Männer automatisch den Ball besser werfen als Frauen oder auch schneller oder genauer oder mit mehr Kraft oder sowas, ja. Mit dem linken Arm sieht das plötzlich alles ganz anders aus. Und am Ende des Videos, das kann ich auch nochmal zeigen, haben sie dann also eine professionelle Pitcherin, die beim Baseball spielt, dann auch noch dazu geholt und haben mal deren Wurftechniken verglichen mit ihren männlichen Kollegen, und dort sieht das dann auch relativ ähnlich aus. Und was dann eben bei diesem ganzen Versuch herausgekommen ist, ist, dass es eben die Unterschiede, die existieren, auch wieder eher den Rollenbildern entsprechen. Natürlich sagen jetzt viele, ja, aber Frauen wollen vielleicht nicht so sehr im Baseball oder die haben nicht so den Drang, den Ball, das lernen zu wollen, den Ball richtig zu werfen. Aber es ist halt eben dieses Rollenbild, was wir intus haben, alle Männer werfen besser oder Männer sind besser im Sport als Frauen. Das stimmt eben nicht, oder das stimmt insofern nicht, weil vielleicht Männer einfach ein bisschen mehr und öfter trainieren, weil die Rollenbilder eben da auch wieder so verteilt sind. Das fand ich also eine sehr interessante Folge von den Mythbustern, und wer sich das geben möchte, der kann das auf YouTube sehen. Ich kann das leider jetzt nicht in voller Länge spielen, weil ich da... Aber ich habe das jetzt, ich habe jetzt mal das gerade offen, wo diese Pitcherin wirft. Mhm. Es sieht trotzdem aus wie werfen wie eine Frau, auch wenn es total präzise ist. Wie meinst du das? Also es gibt ja, hier so ein Ding, wo männliche und weibliche gemeinsam werfen. Ja, eine Stelle, die ist bei 2,25 etwa. Vielleicht bei 2,29, da werfen beide gleichzeitig, und ich finde, die werfen relativ identisch. Der männliche Teilnehmer, der bewegt seinen Oberkörper noch ein bisschen mehr, aber ansonsten ist die Technik relativ identisch. Insofern, ja. Siehst du das? Wo die gemeinsam werfen? Bei ihr sieht es trotzdem aus, wirft halt eine Frau. Vielleicht hat das was mit der Anatomie zu tun. Auf jeden Fall, es gibt Unterschiede. Es sagt ja keiner, dass die identisch sind oder so, ne? Aber es ist eben nicht so, dass man sagen könnte, Frauen werfen grundsätzlich schlechter oder sowas, sondern die werfen halt vielleicht ein bisschen anders, sind vielleicht ein bisschen präziser als Männer, aber die Unterschiede sind halt irgendwie eher marginal und hängen eher vom Training ab wohl. Ja. Komm, wir zocken was. Gut, machen wir. Weil du das sagst, hör mal. Ja, ich hab genau ein Bildchen gemalt. Ich habe ein neues Programm ausprobiert. Ja. Sehr gut. Sieht lässt sich gut an. Aber ich habe nur einen Pinsel ausprobiert. Also pass auf, wir werden jetzt... wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen die Diskussion, wie ist das mit dem Community Game und so, wie machen wir das? Ach so. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Lösung gehabt, weil mir haben danach auch noch Leute auf Facebook geschrieben und gesagt so, ey, ich finde, ändere das nicht. Also einige geschrieben haben das eine geschrieben, nämlich ändere nichts, mach lieber unterschiedliche Spiele, das finde ich angenehmer zum Zuschauen. Andere haben gesagt, ey, ich spiele mit und ich will nicht jedes Mal was Neues laden müssen und so weiter. Also es ist nicht so ganz einfach. Ich überlege da noch gerade, woran wir sind. Heute werden wir eben ein kurzes Freeway-Spiel spielen, was wir jetzt machen werden. Und danach gehen wir mal auf Trine 3. Das habe ich mal uns beiden geholt und wir werden das mal anspielen, denn das ist ja jetzt im Early Access auch draußen. Und, Sind der Rumpel mir Kredenz, das kann Kredenz. Man ruhig mal so sagen. Ja, so sieht's aus. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich glaube, es sieht bisher sehr gut aus. Ich muss gestehen, ich bin ja sowieso ein Trine-Fan, das wisst ihr ja. Aber Trine 3 sieht halt ja auch sehr, sehr gut aus. So, aber wir gehen mal erst zum Freeware-Game. Das könnt ihr euch natürlich dann auch wieder runterladen. Oh!
Tobi steht bequem. Vielen Dank für das Abo und herzlich willkommen. Und natürlich auch nochmal vielen Dank an die Donenten. Sagt man das so? Donenten? Ich weiß es nicht. Donators? Donators. Ja, auf Englisch. Aber auf Deutsch? Donenten? Donenten. Vielleicht Donenten. Vielleicht auch nicht. Etablier das doch einfach mal, dann ist das so. So, liebe Leute, jetzt hört ihr schon im Hintergrund, aber dadurch, dass mir mein Rechner vorhin abgestürzt ist, kurz bevor ich... Säbel. Kurz bevor ich angefangen habe, hier den Stream zu starten, muss ich gerade nochmal das einrichten. Das heißt, ihr seht mich jetzt in der... Ach nee, guck mal! Ah nee, das ist leider der falsche. Ach so, ich hab das ja noch gar nicht aufgehabt, ne? Na, du hast das noch gar nicht aufgehabt. So, jetzt mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ja! So, das ist das kleine Spiel mit 17 Terabyte. Genau, 17 Megabyte. Ich werde das gleich auf der Sergeant Rumpel-Seite freigeben. Leider ist das ein bisschen lauter und es hat keine wirkliche Steuerung. Oh, warte mal, mache ich das hier gerade beim Falschen? Hier, Windows kannst du doch einstellen. Ja, Windows manuell geht. Ja, klar. Und dann hier volle Aufbildung. Fantastic. Bei mir fantastic. War alles fantastic. Also, es ist ein Ludum Dare Spiel, das wieder in einer sehr kurzen Zeit gemacht wurde. 72 Stunden und ist dementsprechend natürlich nicht so wirklich ausgereift, sondern eher ein Prototyp, aber ein sehr witziger, wie ich fand. Also, man hat hier so Skelette, die man so aufsammeln kann und dann um sich herum schleudert. Wenn man die Maustaste loslässt, dann wirft man das ganze Ding in eine bestimmte Richtung und damit muss man jetzt im Endeffekt so viele Skelette wie möglich wegmachen. Und ich finde das es ist halt einfach lustig animiert hier und das Design ist eigentlich auch ganz nett. Oh Gott. Und es ist auch gar nicht so einfach, wie es aussieht. Wo muss ich das denn hinschmeißen? Ja, am besten auf andere Skelette, ne? Damit du auch Schaden machst. Rums! So, am Ende vergleichen wir natürlich dann den Score lieber aus. Oh, denn Multiplayer ist das leider nicht. Wow. Das werden immer mehr. Jetzt rabbi ich's auch, ja. Und wie gesagt, also das ganze Spiel wird auch noch entwickelt, soweit ich weiß. Weil ich glaube halt, Multiplayer wäre das auch extrem geil mit so ein paar Upgrades und so weiter. Wäre das total super. Es ist wirklich nicht einfach, das Spiel. Gott sei Dank. Ich schmeiß dich mal daneben, leider. Ja, ich sage, es ist nicht so einfach. Vor allem, wenn du genug Schwung hast, wenn du so ein bisschen, wenn du so ein bisschen um dich herum geworfen hattest und dann in so eine Meute reinwirfst, dann machst du halt richtig Punkte halt, irgendwie. Oh, warte mal. So, das geht doch gut, ja. Oh, krass, ey. Ist auf jeden Fall spaßig. Und es hat was von, also irgendwie, es sind ja so alle, generell so physikbasiertes Gameplay, ne? Ist halt immer irgendwie witzig, weil da so viel unterschiedliche Sachen dabei passieren ich können. Ich bin tot. Ja, wie viel hast du? Wie viel? Nein! Wo steht das? Wo steht das? Oben rechts. 28. Da bin ich schon weit drüber, hör mal. Wie hast du denn? Ich habe jetzt schon, ich habe 108 habe ich gerade gemacht. Sollen wir noch eine Runde machen? Das war ja ich unfair. Ich hab schon angefangen. Du hast schon angefangen? Na gut, dann mache ich noch mal eine Runde. Also wie gesagt, ich werde das gleich auf der Freeware-Seite auch von Zart und Rumpel freigeben. Und dann können die Moderatoren auch gerne den Freeware-Link posten. Wenn man die so wirft, dann zerplatzen die nicht, sondern man muss die schon treffen auch irgendwie. Was man natürlich machen kann, ist, ich kann so mit so einem Schleuder dann irgendwie nahe rangehen und dann damit halt die wegmachen, wenn das doch so wenige sind. Weil die zu treffen ist nämlich gar nicht so einfach hier am Anfang. Ich bin jetzt bei 6. Ich 27. What? Du bist ja schon so weit wie gerade eben. Ja, ich hab auch jetzt gerafft, wie das geht. Naja, jetzt zeigst du mir ja, was Sache ist. Okay, also diese Runde gilt jetzt. Wenn du jetzt stirbst, ja, dann... was ich so ein bisschen verwirrend finde, ist, dass ich gar keine Lebensanzeige habe. Warte mal nicht. Ich bin in die Leute reingelaufen, das geht natürlich nicht gut. Bei mir liegen schon echt viele. Ich bin jetzt gleich, komme ich jetzt zu deinem... Bin jetzt bei 27 auch. Scheiße, ich werfe mal genau daneben. Ah, jetzt habe ich ein paar getroffen. 45. Oh, der war gut. Aber eine komische Richtung. 45! Oh Gott. So, jetzt ist allmählich so Zungentime, ja? Wenn man anfängt, so die Zunge rauszunehmen, weil man sich so konzentriert. Oh, der war gut. Oh, ich habe gerade mitten in die Menge geworfen. Ah, dammit, ich habe es gerade verpasst.
Aber die Kleinen, die sind natürlich auch, die machen natürlich auch weniger Schaden, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe so das Gefühl, dass manchmal die Kleinen auch durchaus Schaden machen können. Ich bin jetzt bei 80. Wo bist du? 121. What? Da muss ich ja noch ewig dran. Scheiße, 121. Nochmal. Nein, 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 warte mal. Das können wir jetzt nicht machen. Du musst jetzt erstmal abwarten, bis ich hier auch meinen Score habe. Und damit wir auch gemeinsam spielen. Ich bin, ich habe dich überholt jetzt. Ich bin bei 137. Und jetzt habe ich hier nochmal eine richtig große Menge. Nein! 149, mein lieber Freund. Ah, schön, willst du jetzt nochmal machen? Ich finde auch geil, dass die ganzen Römer, die da rundherum stehen, alle so ein Kopfnickend dabei sind. Also am Headbang. Ja, Metaller. Die sind echt alle am Headbang. Okay, Achtung, geht los. Also, okay. Und Play. Play. Okay. So. Also Freeware. Murphy geht nun ins Bett, wink mal. Na gut, ich winke für Murphy. Und hab mein Skelett daneben gehauen. Sehr gut. Du kannst ich wünsche ihm natürlich gute Besserung, auf dass er... Er war übrigens heute auch arbeiten, hat er geschrieben. So ein Arsch, ey. Der steckt doch alle anderen an. Ja, wirklich. Das macht man doch nicht, sowas. Nimm dir mal ein Beispiel an Ozzel. So, kommt her, ihr verdammten Knochenhaufen. Ah, das war gut. Alter, das Spiel ist super. Ja, du magst immer gerne die einfachen, aber kniffligen Games, ne? Die findest du gut. Da hab ich was für übrig, Alter. Bums. Jawohl, ich bin bei 26, 28. Oh Mist. 32. Oh Mist. Der ging ja voll daneben. Ah, shit, bei mir auch. Oh, der ging aber voll rein. Bei mir nicht. Oh, der ging auch gut. Oh Gott, manchmal ist man so, wenn man ganz unten ist. Also nein, 59 nur. Oh, lame. Oh, lame, ey. Super lame. Aber ich hab auch, ich spiel noch einen. Ah, nee, wir müssen auch was anderes spielen. Also wir spielen das jetzt den restlichen Abend nicht dafür. Vergiss es. Ja, nix anderes mehr, nur noch diese Skelette hier. Aber es hat echt so ein bisschen Suchtfaktor, muss man schon sagen. Macht Bock, das nochmal zu spielen. So, ich bin bei 90 jetzt. Momentan führe ich, glaube ich, mit 149 als Rekord, ne? Kann das sein? Ja. Kann sein. So, oh, da kommen jetzt aber richtig viele raus hier. Nein! Geil! Den habe ich noch wieder abgefangen, obwohl er geflogen ist. Boah, ey, ich bin so verkrampft gerade hier in meiner Tastatur, hänge ich hier gerade drin. Ah, man muss auf die Nummer zulaufen vielleicht. Wie meinst du auf die zulaufen? Alle Tricks, die du machst, musst du mir verraten. Ja, ich überlege halt, wie man das etwas kontrollierter hinziehen kann. Ah, ich bin jetzt sehr weit übrigens. Ich bin jetzt bei 184. Oh, der ist gerade nicht mal explodiert. Was ist denn da los? Boah, das werden jetzt immer mehr hier. Eine Lebensanzeige wäre tatsächlich noch ganz cool. Ja, man weiß nicht so richtig. Oh Gott. 249, mein lieber Freund. Das müsstest du mal. Hahaha. So. Eine gute Idee, Capitis Demno. Das muss ich nochmal. Also, vielleicht sollte man eine Art Elektroschocker an Rumpels Stuhl installieren, der ihm bei jeder neuen Nachricht im Mod-Chat einen kleinen Stromschuss verpasst. Aber seid ihr eigentlich alle noch ganz sauber oder was? So, wie ist das? Machen wir jetzt das angekündigte Spiel? Oder spielen wir noch eine Runde? Nee, ich würde jetzt auch sagen, wir sind jetzt erstmal wieder in der Moderation in der normalen. So, und jetzt muss ich mir mal hier, also das geht ja mal gar nicht hier, was ihr gerade geschrieben habt, ja? Oh, ich glänze wie ein Frischgeborenes, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es so warm ist hier. Ist es bei dir auch so warm in Berlin eigentlich? Ganz schön warm, ja. Ich ziehe blank jetzt. Wie sieht es bei dir aus? So. Ich habe eine neue Webcam übrigens. Geil! Ich kann mich schön machen. Und zwar so. Tja, das ist eine gute Idee. Ich lese halt immer die Sachen, die ihr nicht wollt, dass ich sie lese. Und extrem geiles Spiel. Verzögert jetzt auch nicht so.
sagen die Leute. Das ist sehr schön, denn ich werde das Ganze jetzt veröffentlichen auf der Sergeant Rumpel-Seite. Achtung, Spinnikus und Publish Game speichern. So, Talida, Stromstoß für dich, dass du das postest jetzt. Freeware. Ha! Oh, Landkärtchen. Vielen Dank. Der Donate-Link ab und zu anzeigen wird. Das mit dem dass der Donate-Link hin und wieder angezeigt wird. Den findet ihr natürlich im Chat. So, Twitch hat schon wieder Äs rausgenommen, ja. Deshalb stand D... dabei. Das ist natürlich das deutsche Das, was überhaupt nicht problematisch ist. So, ihr könnt das Ganze jetzt herunterladen auf der Sergeant Rumpel-Seite, wenn ihr denn auch dieses Spiel einmal spielen wollt. Voila, hier seht ihr es. Ja? So, du willst jetzt Trine spielen, ne? Hab ich so gehört. Mhm. So. Da kam übrigens auch nochmal der Spenden-Button, der Donate-Link, wenn ihr denn das machen wollt. Aber es steht auch extra drin, also wenn ihr zum Beispiel nicht die Alendia-Hörspiele gekauft habt oder so. Ansonsten freue ich mich natürlich auch darüber. So, dann würde ich mal sagen, jetzt ist Zeit für Trine 3. Ihr könnt euch so ein bisschen zurücklehnen, denn wir starten jetzt wirklich von ganz vorne. Wir haben selbst das Spiel noch überhaupt nicht gespielt bisher. Also es ist auch für uns komplett neu und wir werden uns beeindrucken lassen von der schönen grafischen Pracht, die dieses Spiel zu bieten hat. Oh, ich muss jetzt hier das wieder umstellen. Jetzt ist meine Fresse riesengroß. Genau, und ich muss jetzt gerade nochmal hier das Richtige wieder einstellen, damit wir überhaupt was sehen. So, voila. Ich mach Trine ein, ja? Herzlich willkommen bei Trine 3. Hier ist der Zauberer. Kann ich eigentlich schon zaubern? Nee, ich kann noch nicht zaubern. Start rein. Ich klicke, um zu beginnen. Ich mache einen Mehrspieler. Ich mache ein privates Spiel. Passwort. Jetzt sieht man natürlich total das Passwort. Da muss ich nochmal ganz kurz hier rausgehen. Du kannst doch das Passwort wie eben nehmen. Genau, aber das darf ja keiner lesen, weil sonst liest man das. So, ich nehme auch das Passwort, die gerade eben. Das ist jetzt eingerichtet. So, jetzt können wir wieder hier zurückgehen. Okay, ich mache Multiplayer. Na geil, jetzt steht das Passwort hier sowieso drin. Dann warte ich jetzt einfach nochmal, bis du drin bist. So, liebe Leute, Trine 3, man hört schon an der Hintergrundmusik, es ist natürlich episch, was die Leute von Frozenbyte da hingesetzt haben. Ich schaffe es einfach nicht, Teil 1 und 2 zu zocken. Warum nicht? Es macht so Spaß und die sind auch gar nicht so lang, muss ich sagen. Die sind relativ kurz. Also, ich fand es eigentlich... And who could the wizards mean? Story gebügelt. Oh, nee, warte mal, das ist aber nicht gut, was wir hier jetzt haben. Warum? Weil wir, glaube ich, anfangen, wo wir vorhin gerade schon also losgelegt haben. Wir haben die Vorstory nicht. Doch, ich will... ich will die Vorstory auch noch mit zeigen. Das ist uncool. Ja, wie machen wir dann Exit? Ja, Exit. Zurück zum Hauptmenü. Übernehmen. So, ich muss das... Ich glaube, ich kann das einstellen bei dem... Startbedingungen. Ja. Ob wir einfach ein ganz neues Spiel anfangen oder ob ich ein lokales, nein, nicht lokal, ein privates Spiel hosten. Passwort ist das gleiche. Und jetzt nicht letzter Speicherstand, sondern die drei Helden. So. Multiplayer, Join Online Game, ja. Refreshing, Accept. Ah, man sieht mich wieder. Haha! Right. So, ich bin ziemlich rot in meiner neuen Kamera. Ja, das muss man leider ein bisschen einstellen. Generell ist man immer gerne rot bei diesen ganzen Kameras. Und mir ist die ganze Sache auch die ganze Zeit ostpeinlich. So, Spiel starten. Ab jetzt beginnt unsere Geschichte. Academy, the highest place of wizardly learning in all the kingdom. The Academy housed magical secrets in its vaults. And the wizards had vowed to protect them from falling into the wrong hands. But a fiercely persistent monster had set its mind upon penetrating the front gates. Let me in. Oh, how odd! The monster is immune to our magic!
With all these recent incidents around the Academy, I'm beginning to think we need outside assistance. I will be free. Let's send for help. What we need is our heroes. And who could the wizards mean? Why, of course, the three heroes of our story, Amadeus, Pontius and Zoya. Exakt, und das sind natürlich wir in diesem Falle.